Als erstes auf der Bühne begrüßen darf ich die Safe Space Girls, zwei Initiativen aus der Welt der Hackerinnen und Policy-Arbeiter, die sich ganz praktisch mit dem Themenfeld Feminismus auseinandersetzen. Marie Kochsieg von der Heart of Code, Christina Dinar, Francesca Schmidt und leider entschuldigt ist Fiona Krakenbürger heute. Leg los! Hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, so früh. Eigentlich finde ich es gar nicht so früh, das finde ich sehr nett von der Konferenz. Genau, ich bin Marie von der Heart of Code und wir stellen euch heute zusammen so ein bisschen das vor, was wir uns unter Feminismus in der Netzpolitik vorstellen. Genau, dazu sage ich euch ein bisschen was zu Heart of Code selbst, zu diesem Hackspace hier in Berlin-Kreuzberg. Sage euch ein bisschen, wie wir entstanden sind, wer wir sind, was uns ausmacht. Und dann noch ein bisschen zeigen, wie wir uns verordnen, weil wir sind nicht alleine. Auf diesem Planeten gibt es eine ganze Reihe anderer feministischer Hackspace oder Kollektive. Und genau, die kommen am Ende noch ein bisschen zur Sprache. Und hier seht ihr unser... Ja, das ist nicht ganz das, was ich euch zeigen wollte. Aber das ist gut, das könnt ihr euch alle schon mal aufschreiben, das kommt am Ende. Die Website und so weiter. Ich spiegel das mal hier. Und das gespiegelt. Ja, ich zeige nur mal die erste Folie. Ja. Hier das Baumschiff und das ist tatsächlich unser Hackspace, das ihr hier im Winter sehen könnt unter einer schönen Schneedecke, schon mal in Vorbereitung auf den Herbst und den kommenden Winter. Das ist das, was wir uns zusammengezimmert haben in Eigenarbeit, dazu erzähle ich gleich noch was. Wir sind in der Skalzerstraße 100, also in Berlin-Kreuzberg, im Herzen Berlins. Und das ist so ein bisschen die Innenansicht oder auch die humanere Ansicht von uns. Das ist so die Community, viele, die bei uns von Anfang an dabei waren, die neu dazugekommen sind. Und hier seht ihr zum Beispiel die Eröffnung links oben mit der Disco-Kugel letztes Jahr, 2017 im Mai. Und noch ein paar andere schöne Einblicke von uns. Wie es losging, ca. 2016 kam die Idee so ein bisschen zu einem realeren Bild. Da haben wir angefangen, uns im X-Hain, Friedrichshain, hier in Berlin zu treffen. Das war mega wichtig, weil wir eben noch keinen eigenen Space hatten. Aber diese tatsächlich in einem Raum sich fest zu treffen, jeden Donnerstagabend damals, das war sehr wichtig, um uns überhaupt zu finden, um sich auszutauschen. Aber auch um schon Sachen zu machen, also tatsächlich schon Workshops zu machen und konkret sich schon um das zu kümmern, was uns eigentlich begeistert hat, was wir eigentlich bezwecken wollen mit dem Hackspace. Genau das, also Lötworkshops zum Beispiel und wenn wir mal am Wochenende uns treffen wollten für einen Hackday, sind wir auch bei zu Gast zum Beispiel bei Mozilla gewesen und bei Soundcloud, bei anderen Räumen. Und hier jetzt schon so ein bisschen dazu, was uns eigentlich ausmacht. Und ich glaube, das erste Wichtige, im Übrigen gibt es ganz verschiedene Versionen. Es gibt andere Leute aus der Heart of Code, die das anders beschreiben würden. Das ist so ein bisschen meine Version. Do-it-yourself, das ist extrem wichtig. Und das leitet sich auch so ein bisschen aus diesen Safe Space Girls ab, also aus diesen Riot Girls Bewegung aus den 90er Jahren. Ganz wichtig, nicht um Erlaubnis fragen, ob du das darfst, ob du genug weißt, ob du denkst, du hast das studiert oder... du hast irgendwie sonst ein Recht darauf. Sondern was wir hier machen ist, wir bauen uns einfach unseren eigenen Space. Trockenbau, Elektro-Workshops, ich war gerade im Urlaub, deswegen sieht man mich da nicht. Aber genau, viele andere sehr tatkräftige Frauen haben sozusagen diesen ganzen Space erneuert, gedämmt und alles Mögliche selber gemacht. Genau, und die Transformation seht ihr hier von links auf rechts im Bild. Also so sah es vorher aus. Und rechts ist eben die Eröffnung, letztes Jahr im Mai gewesen. Und darauf sind wir auch sehr stolz, dass wir diesen eigenen Space gemacht haben. Ja. Genau, ein zweiter Wert ist, wir sind nicht kommerziell.
Und das ist, glaube ich, deswegen auch wichtig, weil sowohl im analogen Raum, ja, also angesichts von Google Campus, anderen Räumen hier in Berlin, Verdrängung, ist das ja irgendwie doch ein sehr starkes Thema, nicht nur in Berlin, aber vor allem auch hier und vor allem auch in Kreuzberg. Deswegen ist das für mich ein wichtiger Wert, aber auch im digitalen Raum natürlich. Ja? Also Google, Facebook, alle möglichen. Wir nehmen eigentlich kaum Gelder an. Wir haben uns das so ein bisschen ausgespart, diese Diskussion. Gerne Spenden von Privatpersonen oder von uns selber, das irgendwie zu rocken. Aber ansonsten gibt es bei uns irgendwie keine Marken und Unternehmen. Eine weitere Sache ist tatsächlich die Sichtbarkeit und die Teilhabe an netzpolitischen Diskursen. Und ich glaube, das äußert sich so ein bisschen auf verschiedene Art und Weise. Also einmal sind wir sehr gerne zusammen mit CryptoParty unterwegs und bieten Workshops zu Verschlüsselung digitaler Sicherheit an und gehen da auch gerne in andere Initiativen rein, also in andere Räume. Zum Beispiel mit dem Frieda-Frauen-Zentrum in Friedrichshain in Berlin. Ganz tolle Initiative, die es so lange gibt, wie ich alt bin. Das Frauen-Computer-Zentrum in Berlin, die haben wir jetzt auch irgendwie in den letzten Wochen kennengelernt. Und so weiter, alle möglichen Initiativen irgendwie auch zu verbinden. Und das ist im Übrigen auch wichtig, glaube ich, um zu verstehen, wie wir uns auch verstehen, nämlich als Ergänzung im Raum. Also in Ergänzung im netzpolitischen Raum, als Ergänzung im feministischen Raum, aber natürlich auch im Zusammenschluss. Und genau, nicht zuletzt, sind wir gemeinnützig und im Rudel unterwegs, also gemeinnützig tatsächlich wie der eingetragene Verein, der wir sind gemeinnützig. Und wir treffen Entscheidungen im Kollektiv. Und das, wir treten im besten Sinne auch oft so auf, wie wenn ihr euch so ein bisschen umschaut, vielleicht im Laufe des Tages seht ihr auch immer mal wieder Leute, die zu Heart of Code gehören. Vielleicht steht es auch manchmal dann auf den Name-Badges. Man kann aber auch einfach fragen, wenn ihr jetzt Leute wiedererkennt von den Bildern. Genau, und das ist zum Beispiel auch so ein bisschen das, was wir, als wir, also mit dieser gemeinnützigen und nicht kommerziell, wir wollten einen 3D-Drucker haben und uns fehlten so ein paar Groschen. Und wir haben dann letztes Jahr zum Advent eben einen Adventskalender gestartet. Und das ist zum Beispiel ein Bild, was ein Türchen davon symbolisiert, wo eine von uns ihre krassen Comic-Skills irgendwie mal eben schnell raushängen hat lassen. Und wir über diese Aktion eben jeden Tag irgendwie einen Blogpost, ein Bilderset, einen Erfahrungsbericht, dadurch eine Menge Spenden einsammeln konnten von, wie gesagt, ausschließlich Privatpersonen und damit unseren 3D-Drucker, den wir selber noch zusammenbauen müssen und so, also nicht den fancysten, aber genau, und so ermöglichen konnten. Zum Safe Space noch, irgendwie ist das alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, für mich schon implizit ein safer Space, so, dass man sich auf bestimmte Werte fokussiert und dass wir feministische Hackspace sind für Frauen Sternchen, so wie wir es nennen, also für Menschen, die sich als Frauen hauptsächlich als Frauen identifizieren. Und dieses Safe Space ist ein Konzept, was wir nicht erfunden haben, wo wir uns anknüpfen wollen an alle möglichen Kollektive, die es bereits gibt, zum Beispiel das Balthasar Lab in Wien. Und da, das ist so ein bisschen ihre Perspektive darauf, was das bedeutet. Also Menschen gehen mit einer Vorstellung da rein, hier gelten andere Regeln. Und zwar Regeln im Sinne von positiver Kultur, also nicht einfach nur alternativ und hier ist alles auf den Kopf gestellt. Und eben das, genau, eine Kultur des Mutmachens, weil draußen so viel dagegen spricht. Und ich wollte hier eigentlich noch ein Zitat von Paula reinfügen, von uns, von der Heart of Code, die auch gesagt hat, dass Safe Space für sie vor allem auch bedeutet, sie geht da rein und sie wird nicht hinterfragt, wieso sie da ist, sondern sie hat das Gefühl, sie hat dann Zeit, nicht sich zu rechtfertigen, so bist du jetzt hier, wie kommst du dazu, sondern sie kann einfach loslegen. Es hat irgendwie auch was damit zu tun, dass es in Anführungszeichen schneller geht auch. Also man muss sich nicht erklären. Genau, hier noch ein kleiner Überblick, so ein bisschen, das einmal die Balthasar, das Balthasar Lab in Wien, Maria Lab, das ist ein Kollektiv in Brasilien, die haben keinen eigenen Raum, sondern treffen sich in verschiedenen Räumen in verschiedenen brasilianischen Städten. Dann die Sister Server, das ist auch ein tolles feministisches Kollektiv, was sich lohnt mal zu entdecken. Und das ist, wir haben von Anfang an versucht, nicht das Rad neu zu erfinden, sondern haben uns umgehört und gefragt, was gibt es schon, was läuft gut, was sind die Erfahrungen, wo wollen wir anknüpfen, wie wollen wir ergänzen.
Und das noch zum Schluss, die sogenannte FAK-Initiative, die sich aus Anlass des Kongresses mal von uns so ergeben hat, so als Motto Frauen und Computerkram abgekürzt. Voll gut, ja, finde ich auch. Genau, und daraus haben sich, das war eine Inspiration für viele andere Initiativen oder Gruppen, und daraus hat sich eine ganz begeisterte Welle an neuen Räumen und neuen Initiativen ergeben, die sich gerade im Gründen sind, mit unterschiedlichem Umfang. Teilweise finden sie in konkreten Räumen schon statt, teilweise suchen sie noch so ein bisschen. Und das sind, also hier seht ihr so eine Landkarte, wo es alles schon sogenannte FAK-Initiativen gibt. Und das finden wir natürlich total toll, dass da was weiterläuft. Genau, und das war die Folie, die ihr am Anfang schon gesehen habt. Bitte alle mitschreiben, sag gerne Hallo, E-Mail, Twitter, auch gerne an der zukünftigen Rails-App, an der ich gerade arbeite, für unsere Website mitarbeiten. Ja, vielen Dank. Und ich übergebe jetzt an Netzforma eine ganz andere tolle Initiative. Hallo, wir beide sind von Netzforma. Ich bin Francesca Schmidt, das ist Christina Dinar, wir werden beide was sagen. Ich bin die Referentin für feministische Netzpolitik im Gunnar-Werner-Institut, und ich sage das deshalb, weil Netzforma sozusagen da herausgeht. Wir treffen uns schon seit 2014 ungefähr. Wir hatten da zwei Veranstaltungen zu Netzpolitik und Feminismus und was kann man da zusammendenken und wie sollte man zusammendenken. Und daraus hat sich eine AG gegründet, die sich regelmäßig, unregelmäßig getroffen hat, feministische Netzpolitik. Und dieses Jahr haben wir das mal in die Hand genommen und uns institutionalisiert, um mehr überparteilich zu arbeiten und aber auch sozusagen nicht so wie Heart of Code, doch eher nochmal an Gelder reinzukommen, um Projekte zu starten, die sozusagen die Verknüpfung von Netzpolitik und Feminismus zusammendenken. Und uns geht es ähnlich wie Heart of Code da eher darum, sozusagen als Ergänzung zu sehen und auch nochmal das Feld sozusagen ein bisschen zu bereichern, weil die netzpolitische Szene ist ja ganz groß, und ich finde es ganz toll, wenn die feministische Szene sich sozusagen so ein bisschen damit andocken kann und noch neue Perspektiven reinbringen kann. Also zum Beispiel auch ganz sicher oder ganz wichtig intersektionale Perspektiven, also Geschlecht, Race und Ability, Religion und so weiter immer zusammenzudenken, auch in Bezug auf Netz und die politische Gestaltung des Netzes, weil um die geht es ja auf alle Fälle. Und ich fasse mich immer kurz, deshalb bin ich jetzt schon fertig und Christina kann sagen, was wir gerade aktuell politisch gestalten wollen. Ja, also erstmal noch zu sagen, wir sind halt seit Januar am Start und auch wir sind sozusagen ein Vereinskollektiv, was im Prozess ist und diese Themen für sich erarbeiten will. Die meisten von uns kommen eher sozusagen aus den Gender Studies oder aus sozusagen der dritten Generation des Feminismus und öffnen sich diesem Thema der Netzpolitik und den ganzen Themen. Hier sind erstmal Schwerpunkte, mit denen wir uns in den nächsten Jahren hoffentlich beschäftigen wollen. Ihr seht schon, natürlich sind das klassische netzpolitische Themen wie Überwachung, künstliche Intelligenz, das Thema digitale Gewalt begleitet uns leider auch immer und es ist egal, wo wir hingehen und wenn wir auch den Verein vorstellen oder so. Irgendwie ist es traurig und betroffen und gleichzeitig offensichtlich eine Notwendigkeit, das Thema zur Sprache zu bringen, weil halt zum Beispiel sehr viele Frauen von sogenannter digitaler Gewalt einfach erfasst werden und weil es offensichtlich auch immer noch viel zu wenig Infrastruktur dazu gibt, da sozusagen Angebote zu schaffen, das auch aufzufangen, einen Umgang zu finden. Und gleichzeitig sagen wir halt von Netzforma, okay, hier gibt es aber auch noch ein Diskursproblem und ein Repräsentationsproblem. Und wir müssen irgendwie auch gucken, dass Ressourcen mehr zu diesen Themen wandern. In der Überwachung, das jetzt nur so als Beispiel, da passiert schon wahnsinnig viel, aber wenn wir nochmal gucken, am Beispiel von Transkörpern, die am Flughafen sozusagen gescannt werden, das kann manchmal gar nicht passen zu dem, was im Ausweis steht, als das, was der Scanner dann hergibt. Das sind so typische Dissonanzen, die wir auch noch stärker in den Fokus nehmen wollen, zusätzlich zu dem, was sozusagen von den Bürgerrechtlern eh schon mitgedacht wird. Im Rahmen der künstlichen Intelligenz gibt es ja viel. Suchmaschinen sind auf jeden Fall immer so ein
so ein klassisches Thema, was geben Suchmaschinen vor, wie sind sie programmiert, welche Intelligenz ist dahinter, wer hat sie programmiert, und das hat dann also bis hin zur Gesichtserkennungssoftware natürlich auch Auswirkungen, wer wie sozusagen erfasst wird und dann auch natürlich, was mit den Daten passiert. Und wir sehen auf jeden Fall, dass die Daten, die gesammelt werden, natürlich immer an den schwächsten Gruppen zuerst appliziert werden. Also hier kommt auch nochmal so ein bisschen durch, dass es für uns vor allen Dingen um Macht- und Repräsentationskritik geht und um eine kritische Durchleuchtung dieser Struktur. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass nicht tolle Arbeit gemacht wird, aber nochmal genau zu gucken, okay, was bedeutet das für den Geschlechterdiskurs, aber auch, wie gesagt, verknüpft mit so Kategorien wie Race oder Ableism. Racial Profiling fällt natürlich auch in den Rahmen von künstlicher Intelligenz zu digitaler Gewalt, habe ich schon was gesagt, und auch da hoffe ich, dass da mal was passiert. Und da müssen große Dinge passieren, glaube ich. Und diese ganze Frage von Zugang, die ist ja sozusagen, okay, wir gucken in Deutschland auf sozusagen einen sehr gesättigten Markt, aber die Zugangsfragen sind auch eine globale Frage, und da werden Frauen natürlich, die haben bestimmte Zugänge häufig nicht oder bestimmte Zugangsressourcen auch nicht, sei es irgendwie zu einem Gerät, sei es zu einer mobilen Datenverbindung. Und da sehen wir halt so prekäre Positionen, die auch weiterlaufen. Und ganz interessant zum Beispiel, das ist jetzt zurück nach Deutschland, ist, dass die Technikausstattung von Arbeitnehmerinnen wesentlich schwerer verläuft als die von sozusagen Arbeitnehmern. Das heißt, männlichen Angestellten wird schneller ein Gerät zur Verfügung gestellt als Frauen. Das ist zum Beispiel jetzt auch was sehr Aktuelles, was sehr sich sozusagen auch an den Zugang verknüpft. Ja, haben wir noch was? Nee. Ja. Dann würde ich sagen, danke und kommt vorbei. Ach, und genau. Mit. Ihr könnt, wie gesagt, auch nochmal, ihr könnt uns folgen. Auch wir leben natürlich von Spenden. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Dinge habt, die uns schreibt, vorschlagt. Wir machen einmal im Monat ein offenes Treffen. Da können auch sozusagen erstmal Nichtmitglieder kommen und sich mal anschauen, was tun wir, wie beschäftigen wir uns. Wir arbeiten natürlich auch ganz viel digital zusammen. Ja, und wir wollen, wie gesagt, in Zukunft auch größere Projekte beantragen und ein bisschen sehr stark auch gestalten. Also auch wenn ihr da Ideen habt, Lust auf Kooperation, sprecht uns einfach an. Danke. Ja, danke. Ganz vielen Dank euch dreien. Tatsächlich liegen wir super gut in der Zeit. Ich mache so ein bisschen Housekeeping. Wenn es auf der Bühne nicht reicht für Zeit für Fragen, dann sind wir hier in einem so intimen und kuscheligen Rahmen, dass eigentlich jeder der Referenten angesprochen werden kann. Ich habe noch eine kleine Durchsage. Tatsächlich haben Leute unterschiedliche Hüte auf. Zum Beispiel Marie arbeitet auch noch in einer ganz anderen App, und ich arbeite im Moment beim Prototype Fund. Und weil ich gesehen habe, dass künstliche Intelligenz auch in euren Schwerpunkten drin ist, wir haben noch bis zum 30. eine Ausschreibung für Open-Source-Software-Entwickler, falls irgendjemand von euch Entwickler ist und für ein halbes Jahr an einer Applikation oder einem Datenset arbeiten wollen würde. Dazu kann man mich zum Beispiel noch ansprechen. Nochmal ganz vielen Dank, und wir machen gleich weiter mit Lennart.